Köln, Pietro Lombardi, 30, und seine Laura Maria Rüper, 27, scheinen immer noch verliebt zu sein wie am ersten Tag. Jetzt hat der frühere DSDS-Sieger ein Reel auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen, welches seiner Verlobten nicht ganz so gefällt. Erst vor knapp 3 Wochen endete die 4. Staffel von LOL, Last One Laughing. Dabei gab es ein Novum. Denn mit Michael Mittermeier, 56, und Kurt Krömer, 48, setzten sich gleich 2 Teilnehmer durch und gewannen den begehrten LOL-Pokal. In der Show von Michael Bulli Herbig, 54, gab es jede Menge kuriose Auftritte, die auch für einen großen Hype im Internet sorgten. So wurden zum Beispiel zahlreiche Instagram-Reels mit den Darbietungen von Anke Engelke, 57, und Bastian Pastewka, 51, erstellt, die als musikalische Gäste in der Show dabei waren. Aber auch ein Auftritt von Martina Hill, 48, ging anschließend im Netz viral. Denn die 48-Jährige legte als Mandy Houston eine Tanz- und Gesangseinlage hin, die das Internet ausrasten ließ. Diese Darbietung machte nun auch Laura nach. Doch was ihr nicht bewusst war, Pietro filmte das Ganze nicht nur, sondern lud es auch noch auf seinem Instagram-Kanal als Reel hoch. Jana Ina Zarella kommentiert Beitrag von Pietro Lombardi. Doch dort war dem früheren Sieger und heutigen Juror von Deutschland sucht den Superstar schon klar, was ihm blühen könnte. Das Hochladen könnte mich meine Massage heute Abend kosten, aber mir egal, schrieb Pietro unter dem Beitrag und verlinkte seine Verlobte auch direkt. Diese nahm es aber mit Humor und antwortete: Ha-a-a-a-a-a-l-l-o-o-o-o-smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, nicht dein Ernst, dass du es hochgeladen hast? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Und auch andere Promis kommentierten den Beitrag des Ex-Mannes von Sarah Engels, 30. So hinterließ Jana Ina Zarella, 46, gleich 6 Lach-Emojis. Have you ever sat